Willkommen zurück, mein Lieben, bei Elden Ring. Ja, wir wollen heute mal den Ritter probieren. Ich glaube, wir kriegen den platt. Übrigens, macht euch darauf gefasst, dass dieses Let's Play länger wird wahrscheinlich. Denn so wie es aussieht, ist diese Welt ziemlich groß. Es gibt ziemlich viel zu erkunden. Und ja, demnach, ich möchte gründlich sein. Ich möchte, wenn möglich, alles vom Spiel sehen. Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen ein längeres Projekt werden. Also stimmt euch drauf ein. So, da ist er auch schon. Wir haben ihn ja in der letzten Episode schon ein bisschen angetestet. Und ich glaube, der ist machbar. Man muss einfach... Wird ein bisschen eine Übungssache sein wahrscheinlich. Das ist unser Grab. Ich glaube, das hat aber nicht wirklich viel drin. Au. Wir können es kurz nehmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wow. Okay, das hat eine größere Range gehabt, als ich das gedacht habe. Au. Die Junge macht Damage. Und wir sind tot. Okay, das ist wohl nichts mit den mit dem Zeug aufsammeln. Aber ich glaube, da war sowieso nicht wirklich viel drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von dem her ist nicht so schlimm. Und selbst wenn was drin war, ist nichts, was unverzichtbar ist. Ich komme immer noch nicht so ganz mit der Geschwindigkeit des Spiels klar. Die Rolle braucht ein bisschen. Und mein Muscle Memory ist noch so krass auf Nioh 2 eingestellt, wo das halt alles einfach instant ist. Und das wird eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Oh, was war daneben? Sollten wir besser auf der rechten Seite oder auf der linken Seite von ihm bleiben? Ah, der erwischt mich jedes Mal wieder. Wir haben ein paar Estus. Das geht ganz gut. So diese Charge-Angriffe, wenn er... Naja. wenn er versucht zu wenden. Problem ist mehr der Schaden. Ich rolle teilweise ein bisschen zu panisch. Okay, das war ganz gut. Problem ist, wir haben nur noch einen Estus. Ah, das war zu spät. Seht ihr? Das ist das, was ich angesprochen habe. Wenn ich... Ich habe eigentlich den Dodge-Button rechtzeitig gedrückt. Aber es dauert eine Weile, bis die Animation einsetzt. Und das ist das, was mich jeweils tötet. Ich muss quasi früher den Button drücken, als wenn ich eigentlich dodgen will. Weil es... Ich weiß nicht, eine Viertelsekunde oder so braucht, bis bis die Aktion dann ausgeführt wird. Und damit strauchle ich momentan noch so ein bisschen. Okay, soweit so gut. Da ist es auch schwierig zu sehen, was er genau macht. Und das macht saumäßig viel Schaden. Aber wenigstens machen wir ihm auch Schaden. Und ich glaube, das ist das Wichtige hier an der ganzen Sache. Weil beim anderen Boss, da haben wir echt einfach gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob der noch eine zweite Phase hat. Wir müssen mal gucken. Wenn er dann so 50% unten ist oder so. Okay, da hätte ich nochmal was machen können. Diesmal bin ich rechtzeitig... Autsch. Ich glaube, nach hinten auszuweichen ist generell keine so gute Idee. Weil er auch oftmals ein Delay in seiner Attacke hat. Und...
Und dann ist unsere Animation schon wieder durch und er trifft uns dann genau. Okay, ich glaube, hier ist ein bisschen schneller. Autsch. Wenn ich da noch erwischt habe. Denn diesmal bin ich ein bisschen früher ausgewichen. Okay. Oh, das war ein One-Shot. Das ist ein bisschen das Problem. Macht so viel Schaden, dass wir nicht wirklich gut gegenheilen können. Vielleicht ist der Sinn hierbei, dass wir das Pferd verwenden. Aber wenn das Pferd stirbt, dann haben wir wahrscheinlich ein größeres Problem. Deswegen werde ich das weiterhin zu Fuß machen. Ah! Na komm, wir gehen nah ran. Au! Okay, der war schnell. Da war ich wieder zu langsam. Hat ein gutes Moveset, der Junge. Ich glaube, wir werden hier auch viel zwischen den verschiedenen Gegnern hin und her springen müssen. So ein bisschen antasten. Wo kommen wir ganz gut vorwärts? Wo sind wir vielleicht noch ein bisschen zu früh dran? Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das Spiel ist sehr unlinear. Und ich will natürlich auch versuchen. Autsch. Okay, das Problem ist, wenn ich da ausweiche. Ah! Essen trinken dauert auch zu lange. Okay, das war dumm. Viel zu greedy. Ja, ich weiß nicht genau, wie viele iFrames man hier hat. Ich habe das Gefühl, es sind weniger als in Dark Souls 3 und 1. Eher so Start von Dark Souls 2. Kann mich aber natürlich täuschen. Das ist einfach erstes Gefühl. Ah, hätte ich ausweichen sollen. Das Terrain ist hier auch ein bisschen ungut. Ah. Zu früh. Oh, ich dachte, das wäre ein Angriff. Ich weiß nicht. Teilweise hauen wir auch wieder ins Leere. Vielleicht überschätze ich da die Range meiner Waffe. Das könnte dauern. Aber wir müssen mal irgendwas hinkriegen. Na komm, Freundchen. Kriege ich vielleicht am Anfang sogar einen schweren hin? Geht. Ah. Okay, diesmal hat er uns nicht erwischt. War aber mehr Glück als Verstand. Wir können auch springen. Okay. Das ist ja zu weit weg. Okay, dann konnte ich dreimal zuhauen. Na komm, was machen wir? Der ist gut. Oder auch nicht. Ah, da. Ich weiß nicht, es sah so aus, als wäre er schon fertig gewesen mit der Animation. Das ist super gewöhnungsbedürftig. Ich habe das Gefühl, irgendwann macht's Klick und dann geht das locker von der Hand. Aber momentan komme ich noch gar nicht klar mit dem Spiel.
Lernkurve. Aber das ist okay. Wir kriegen das hin. Okay. Gut. Nicht zu greedy werden. Wir haben gut Schaden gemacht. Ja, das Terrain. Okay. Haben wir auch ein bisschen zu viel irgendwelche dumme Pflanzen im Weg. Oh, das hat mich erwischt. Okay, so weit, so gut. Das war so ein... Ah! Falsches Timing. Problem ist, er macht so viel Schaden, dass wenn ich einen dummen Fehler mache, kann er mich two-shotten. Wir können mal probieren... Was ist, wenn wir das machen? Wobei, da machen wir weniger Schaden. Die Skalierung... Die Skalierung verbessert sich auch nicht wirklich. Warum ist das dann... Geht es von plus 14 auf plus 19 hoch? Das ist mir nicht ganz klar. Nun ja. Wir lassen das. Irgendwo müssen wir dann Crafting-Materialien herbekommen. Vielleicht müssen wir den noch ein bisschen leben lassen. Ah. Okay. Ich glaube, nach dem Stich kann ich einmal was tun. Da ist er wieder abgehauen. Autsch. Ich weiß nicht, da komme ich nicht wirklich mehr weg. Wenn er mich da einmal trifft, dann ist der zweite fast garantiert. Fühlt sich zumindest momentan so an. Naja. Weiter geht's. Das Problem ist, wir kriegen ihn nicht mal zur Hälfte runter. Das ist... Okay, so weit, so gut. Okay, ich glaube, hier ist es ganz gut, wenn er den Charge-Angriff macht, wegzubleiben. Okay, einmal heilen. Ah, das Tracking. Ja, wir machen immer noch zu wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Und ich schlag viel zu häufig einfach dumm in die Luft. Das ist auch ein Problem. Okay, das war gut. Hat auch ein relativ großes Moveset, habe ich das Gefühl. Au, was war das? Okay, so weit, so gut.
keine Heilung mehr. Und sind tot. Aber hey, fast 50% Baumwächter. Warum heißt er Baumwächter? Was für Bäume bewacht er denn? Die großen? Die da? Ich habe das Gefühl, von denen werden wir später noch viele antreffen. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist einer der Gegner, der recycelt wird. Okay, ich gebe ihm mal einen Haken. Okay. Okay, ein bisschen zurück. Wenn er mich da nicht trifft, kann ich dreimal zuhauen. Das heißt, weit weg zu stehen ist, glaube ich, gar nicht so doof. Ah, meine Güte, wenn man immer wieder wegkommt, ne? Bleibt überall immer hängen. Den meine ich. Den kann man gut abusen. Heilen uns voll. Okay, gute Sache. Ich hab Ausweichen gedrückt. Meine Güte. Oh. Es ist ein bisschen frustrierend, das mit dem Delay. Es ist, ich weiß nicht, wenn man halt von einem schnelleren Spiel kommt, fühlt sich das Ganze ein bisschen langsam an. Ich weiß, dass es nur eine Gewöhnungssache ist, aber es ist, man merkt es halt einfach. Okay. Okay, das war rein gar nichts. Total daneben. Das darf nicht passieren. Ich weiß nicht, meine Tiefenwahrnehmung scheint auch nicht sonderlich gut zu sein. Und ich sehe gerade, es wird dunkel. Also der Tag-Nacht-Ablauf läuft, so wie es aussieht, relativ fix voran. Also es sieht nach Dämmerung aus. In der Nacht zu kämpfen macht es wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfacher. Ja, das Gegenteil würde ich vermuten. Okay. Okay. Jetzt mal weg. Okay, charge. Dann kann ich, wenn er nicht wegläuft, dreimal angreifen. Okay. Charge. Autsch. Ja, vielleicht ist dreimal ein bisschen greedy. Dich, da kann man auch was machen. Okay, Glück gehabt. Lassen wir es mal bei zwei, obwohl ich einen nicht getroffen habe. Au! Das war sehr optimistisch, diese Heilung. Okay. Dreimal erwischt. Ich denke, man kann eigentlich wahrscheinlich wegrennen und warten, bis er die Charge-Attacke macht. Und dann... Okay, jetzt kommt irgendwas. Wow. Die Range. Okay, was war das? Wir haben leider keine Heilung mehr.
Und weg. Oh oh, hier ist unebenes Gelände. Du bist der Baumwächter, du sollst keine Bäume umschmeißen. Oh, nein, ist riskant. Dich? Okay, charge. So weit unten hatten wir ihn noch nie. Das Problem ist, ich habe keine Heilung mehr. Panik. Okay, der ist neu. Au, ich wollte rollen. Aber gut, 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 gut. Ich glaube, wir machen Progress. Die zweite Phase sieht nicht so viel schlimmer aus. Von dem her könnte was werden. Ich muss den Anfang ein bisschen besser spielen. Ich weiß nicht, ich meine, ich könnte super passiv spielen, einfach immer den einen baiten. Autsch. Erinnert natürlich an Gyobu Oniwa. Hat teilweise auch ein relativ ähnliches Moveset. Okay, so weit, so gut. Na komm, charge doch mal. Wow, ey, nicht die Kapelle kaputt machen. Ja, jetzt charge her. Dreimal. Speerangriff. Ja. Gut, gut, gut. Wir haben noch 4 Heilungen. Okay, Freundchen. Komm langsam rein. Au. Ah, das Tracking. Da kann ich heilen. Okay, gut. Leider habe ich einen verfehlt. Wieder einen verfehlt. Haben ihm noch eine mitgegeben. Autsch. Halber HP. Oh, ich dachte, ich komme noch rechtzeitig weg. Vielleicht sollte ich nach hinten dodgen. Ah, da hat er mich gewone-shottet. Eigentlich dürfte er mich mit dem nicht treffen. Das ist der am einfachsten auszuweichende. Aber gut. Wir machen Progress. Wir kriegen ihn relativ regelmäßig auf 50% runter. Von dem her bin ich zufrieden. Okay. Nimm das. Zum Glück weit genug weg. Au! Das war dumm. 2 Heilungen relativ für nichts verbraten. Okay, eigentlich habe ich Ausweichen gedrückt, aber
ist optional. Okay, ne, bleiben wir weg. Ah! Der erwischt mich auch immer wieder. Ach komm schon. Dann kann ich die nicht treffen. Dann machen wir das nochmal. Danke. Timing sind wir reinbringen. Oh, da ist ein Zaun. Zweite Phase. Die Übergänge sind ziemlich flüssig. Okay, da kann man auch einmal angreifen. Na, ich traue mich nicht. What? Das ist ein One-Shot? Oh, du Bastard. Du Bastard. Das ist ein One-Shot? Oh. Das ist aber fies. Ich sehe immer noch nicht genau, wann wie Tag-Nacht-Wechsel ist, aber naja. Ist nicht so schlimm. Okay. Eine Waffe mit einer größeren Reichweite wäre halt schon von Vorteil. Okay. Wow. Zwei Schläge voll daneben gesimmelt. Autsch, okay. Der ging schnell. Ich sehe nichts. Okay, gut. Ich sehe nichts. Kamera, kooperiere. Boah. Weit weg. Autsch, ich habe ausgewichen. Der dritte trifft nicht immer. Naja, die ersten zwei auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, ich wollte ausweichen. Okay, lasst uns wieder hier hochgehen. Sehr optimistisch. Zweite Phase. Wow! Der schon wieder. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dem ausweichen kann. Den müssen wir erst lernen. Ich glaube, drüber springen kann man nicht. Einfach schnell weg oder so. Ne? Das Übliche. Na komm, Freundchen. Okay, fangen wir direkt damit an. Dann lass mal bei zweimal bleiben. Dann geht er zurück.
Au, okay. Da habe ich die Range unterschätzt. Okay, zweimal daneben. Er macht halt unglaublichen Schaden. Autsch! Ich habe ausgewichen. Okay, Heilung. Okay, das. Ich habe ausgewichen. Meine Güte, warum? Oh. Manchmal macht das nicht. Ich weiß nicht, ob ich wieder Probleme mit dem Controller habe. Oder ob sonst irgendwie was. Irgendein Problem ist. Oder ob ich einfach zu doof bin. Hm. Eigentlich funktioniert die Rolle. Na komm. Ich hab ausgewichen. Oh, vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie, dass er teilweise sprintet oder so, weil das auf demselben Button ist. Das könnte sein. Okay, habe ich dich? Den Zusatzschlag hat er mir nicht gegönnt. Da könnte man auch nochmal angreifen. Okay. Weg. Zu früh. Das war gar nicht schlecht. Drei Heals. Okay. Das hat fast keinen Schaden gemacht. Ich halte mich immer voll. Damit ich nicht gewone-shottet werden kann. Na komm. Ja, Charge. Ja, da will er mit seinem Schild noch so ein bisschen zuschlagen. Na komm. Mach deinen Charge, du blöder Sau, oh Hund. Oh. Glück gehabt. Okay, gut. Wow. Komm schon. Letzte Heilung. Bisschen weg. Er hat nicht mehr viel. Das Problem ist, wir auch nicht. Die Range von dem ist
sehr gewöhnungsbedürftig. Hat viel höhere Range, als das man von einem Shield Bash erwarten würde. Vielleicht eher seitwärts ausweichen, wenn ich den sehe. So, ich denke mir, das ist der letzte Versuch in der Episode. Ansonsten machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Na komm. Ja, charge. Gut gepunished. Oh, ich dachte, da kommt noch ein dritter. Okay, charge. Manchmal mochte ich den Charge gar nicht. Mittlerweile ist es fast mein Lieblingsangriff. Weil ich den echt ganz gut kontern kann. Noch ein Charge. Okay, wir sind ein bisschen abseits von dem Faden, wo ich eigentlich ganz gerne sein. Ach, damn it. Sein möchte. Komm wieder hier hoch. Open World Boss ist ein bisschen ätzend. Okay, gut. Zweite Phase. Wir haben noch alle Heilungen. Charge. Okay. Charge. Aber wir bleiben einfach auf der Seite, wo der Schild nicht ist. Vielleicht ist das besser. Auf der. Oh, noch ein Charge. Gut. Ach komm schon, ich habe Ausweichen gedrückt. Wieder hoch, wenn es geht. What? Ich war komplett meilenweit weg. Hat das eine Shockwave oder so? Ah, wir hatten ihn fast. Nun gut, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle einen Break. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.